Hallo, schön, dass du da bist und dich für eine Ausbildung zum Chemielaboranten interessierst. Mein Name ist Johanna, ich bin 23 Jahre alt und ich mache gerade eine Ausbildung zur Chemielaborantin bei der BASF Polyurethanes in Lemförde. Das ist in der Nähe von Osnabrück. Wir sind einer der 5 größten BASF-Standorte europaweit und haben uns mit unseren knapp 1500 Mitarbeitern am Standort auf die Herstellung eines bestimmten Kunststoffes spezialisiert, dem Polyurethan. Wenn du jetzt an den Chemieunterricht denkst, dann glaubst du bestimmt, dass wir nur sowas hier machen. Aber das ist gar nicht so. Wenn du dich hier jetzt mal umguckst, dann siehst du, wo überall Polyurethan drin ist. Und daraus lässt sich ja schon schließen, dass die Ausbildung viel umfangreicher und vielseitiger ist. Und vor allen Dingen das Beste, du darfst richtig viel selber machen. Und das möchte ich dir heute auch zeigen. Ich gehe mit dir in 2 Abteilungen und zeige dir auch unter anderem, was es mit diesen Schuhen hier auf sich hat. Aber bevor es losgeht, Schutzbrille aufsetzen. Hallo Frau Nürnberger. Hallo. Ich würde gerne jetzt unseren Besucher ihr Labor zeigen, wenn das in Ordnung ist. Ja, gerne. Aber bitte an die Handschuhe denken. Ja, klar. So, das hier ist ein typisches Labor bei uns in der Forschung. Du kannst dich ja mal in Ruhe umgucken, während ich unseren Versuch vorbereite. Sebastian, kannst du mir die A-Komponente geben? Na klar. Bitte. Danke. Das ist übrigens Sebastian. Der ist auch bei uns ein Azubi. Hi. So. Und was ich jetzt mache, ich gebe zu der A-Komponente, die mir Sebastian gerade gegeben hat, noch eine B-Komponente. Dafür brauche ich aber erst Handschuhe. Hier ist die B-Komponente und davon wiege ich jetzt 44 Gramm ein. Das muss auch relativ genau sein, sonst funktioniert der Versuch nicht. So, jetzt durchmische ich nochmal alles. Und kippe alles hier in diesen Becher. Und dann guck mal, was passiert. Hey, er kommt ziemlich schnell hoch. Das ist auch genau das, was wir bewirken wollen. Und zwar bildet sich bei der Reaktion jetzt ein Gas, was dafür sorgt, dass meine Flüssigkeiten aufschäumen. Und wir als Chemielaboranten können jetzt mit diesem Schaum noch weitere Versuche machen. Zum Beispiel, indem wir gucken, wann der Schaum anfängt fest zu werden. Dafür nehmen wir hier so einen Spatel und gucken, wann er anfängt Fäden zu ziehen, so wie jetzt gerade. Dann fängt er an fest zu werden und wenn er komplett fest ist, ist er richtig steinhart. Und super mega leicht, ich zeige es dir, 35 Gramm wiegt dieser Schaum. Ja, was können wir denn mit diesen Schäumen machen? Die Schäume benutzen wir vor allen Dingen in der Wärmedämmung, zum Beispiel in Eigenheimen oder in Industrieanlagen, weil die dafür sorgen, dass wir weniger Energie aufwenden müssen und damit die Umwelt schonen können. Ja, das war es auch schon, was ich dir hier in der Forschung zeigen wollte. Aber ich habe noch eine andere Abteilung, also komm mal mit. Herzlich willkommen im Technikum. Auch hier komme ich während der Ausbildung hin. Hier verarbeiten wir Granulat, das hier, weiter. Und zwar zu zum Beispiel Handyhüllen oder, falls du den Film mit einer VR-Brille guckst, auch zu dieser. Ich fülle mal gerade mein Granulat auf und dann erkläre ich dir mehr. Das Granulat, was ich hier oben in den Trichter gebe, wird nämlich über meine Anlage aufgeschmolzen und kann dann in eine neue Form eingespritzt werden. Eine solche Form ist zum Beispiel mein sogenannter Rolchet-Versuch. Da wird getestet, wie zwei unterschiedliche Kunststoffe aneinander haften. In diesem Fall kriegt man sie nicht auseinander. Hallo Johanna. Hi Guido. Zeig mal. Das sieht ja gut aus. Kann man Kunden zeigen, oder? Das kann man vorzeigen, hast du gut gemacht. Weiter so. Das ist übrigens Guido, mein Meister. Der kümmert sich darum, dass ich hier im Technikum sehr viel lerne, aber vor allen Dingen, dass ich die Anlagen nicht kaputt mache. Ja, hier im Technikum verarbeiten wir aber nicht nur das Granulat,
sondern auch eine andere Art, und zwar unser sogenanntes ETPU, was wir auch echt gerne Popcorn nennen, weil unser Standardgranulat dort unter hohem Druck aufgepoppt wird. Moment. Sabrina, hast du den ETPU-Ball für mich? Ich möchte meinem Besucher was zeigen. Danke. Kommst du nachher noch mit Tobias und Jana mit ins Kino? Ja, klar, gerne. Genau, das hier ist unser ETPU-Ball. Wie du sehen kannst, gibt er sehr viel Energie zurück und ist auch richtig leicht, weswegen wir ihn super gerne auch in Schuhsohlen benutzen, wie hier in meinen Sicherheitsschuhen. Oder aber, falls ihr das was sagt, in Adidas Boost-Schuhen wird das Material auch verwendet. Das hier ist zum Beispiel so ein Adidas Boost-Schuh, wo das Material, das ich dir gerade gezeigt habe, drin verarbeitet wird. Damit bin ich auch schon am Ende meiner kleinen Führung. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und ich konnte dir die Ausbildung des Chemielaboranten ein bisschen näher bringen. Mir macht die Ausbildung auf jeden Fall richtig viel Spaß.